Guten Abend und herzlich willkommen bei Brandenburg aktuell. An meiner Seite heute Christina Derli. Guten Abend. Und das sind unsere Themen. Neue Antiterror-Einheit. Ermittlergruppe soll Anschläge verhindern. Ostsee auf der Kippe. Hunderte Einwände gegen Tagebau. Flutung und Allerheiligen in Polen. Ausnahmezustand auf den Friedhöfen. Brandenburgs Polizei ordnet sich neu. Es geht um die Antiterror-Einheit, die mit dem heutigen Tag mehr Gewicht, mehr Schlagkraft bekommt. Es gibt auch mehr Gefährder. Nach den neuesten Erkenntnissen des Verfassungsschutzes leben hier zurzeit 80 Islamisten und unter ihnen sind 50 gewaltbereit. Manch einer kritisiert ja, in Sachen Terrorbekämpfung wäre die neue geschaffene Abteilung kein großer Wurf, sondern nur eine reine Strukturmaßnahme. Sonja Lüning über die Ermittlergruppe, aus der nun ein eigenes Dezernat in Eberswalde geworden ist. Der Flughafen Schönefeld vor wenigen Wochen. Suche nach dem terrorverdächtigen Jaber al-Bakr. Für jeden sichtbar, die Polizisten an den Flughäfen, die verschärften Kontrollen. Was viele nicht sehen, im Hintergrund sind Ermittler im Dauereinsatz, sammeln Informationen rund um den Fall al-Bakr, auch in Brandenburg. Bisher war diese Antiterror-Ermittlungsgruppe in Brandenburg nur temporär im Einsatz. Heute wurde die Gruppe in ein eigenes Dezernat überführt. Wenn ein Anfangsverdacht einer Straftat besteht, beispielsweise der Vorbereitung einer staatsgefährdenden Handlung oder der Planung eines terroristischen Anschlages, wird ein Ermittlungsverfahren geführt. Das wird durch dieses Dezernat geführt werden. Aber sie sind auch im Bereich der Auswertung tätig. Da geht es vor allem darum zu sagen, wir sammeln Informationen. Das neue Antiterror-Dezernat soll islamistische Anschläge in Brandenburg verhindern. 20 Mitarbeiter sind hier derzeit im Einsatz. Im Innenministerium sieht man eine reale Terrorgefahr, auch für ländliche Gebiete. Das können Feuerwehrfeste oder andere gesellige Zusammenkünfte sein, weil ganz einfach der IS eine Strategie verfolgt, die lautet: Wir wollen verunsichern, nicht nur durch Anschläge auf exponierte Anschlagsziele, sondern wir wollen Angst ins gesamte Land tragen. Deshalb müssen wir vorbereitet und sensibilisiert sein. Die neue Antiterrorgruppe der CDU-Fraktion geht die Maßnahme nicht weit genug. Ich freue mich über die Antiterror-Einheit, die jetzt von dem besonderen Aufbau in die allgemeine Aufbauorganisation überführt wurde. Das ist nicht verkehrt, aber das ist viel zu wenig. Das ist, wenn Sie so wollen, in Anbetracht des Personalabbaus von Rot-Rot bei der Polizei in den letzten Jahren ein Tropfen auf den heißen Stein. Aufgestockt wird das neue Dezernat erst einmal nicht. Es bleibt bei 20 Mitarbeitern. Ist die Wut in Brandenburg tatsächlich so groß gegen die Kreisreform, dann wird man sie spüren. Ab heute kann nämlich jeder Bürger seinen Namen unter die Volksinitiative schreiben, mit der die Neuordnung von Landkreisen und kreisfreien Städten ja gekippt werden soll. Für die erste Stufe dieser direkten Einmischung in die Politik reichen 20.000 Unterschriften. Annette Dorn-Nieden über den öffentlichkeitswirksamen Start heute in Potsdam. Ein Volksbegehren von Politikern initiiert. So etwas gibt es auch nicht alle Tage. Von überall aus dem Land sind sie gekommen, um beim Start der Volksinitiative Gesicht zu zeigen. Die angedachte Kreisgebietsreform sei ein Unsinn, der gestoppt werden müsse, meint der Vereinsvorsitzende. Wir sind vom Prinzip überhaupt nicht gegen die Reformierung der Arbeit der öffentlichen Verwaltung oder auch des öffentlichen Lebens. Reformen sind ständige Aufgabe. Das hören wir jetzt gerade im Zusammenhang mit der Reformation von Martin Luther. Das ist eine Tagesaufgabe. Und man muss hier nicht immer den großen Rahmen neu zuschneiden, sondern man muss jeden Tag seine Arbeit machen, und zwar für den Bürger. Bürgernähe ist das Stichwort, das sich durch alle Reden und Interviews zieht. Aber wir das ganz große Gefühl haben, Sorge haben, dass die Bürger das zu spüren bekommen, dass die Bürgernähe der Politik verloren geht bei Entscheidungen für Schulstandorte, für Krankenhäuser, für gute Straßen, Internetausbau. Alles das sind Dinge, die auch sofort entschieden werden und deswegen in größeren Landkreisen nicht so bürgernah entschieden werden können wie heute. Wir leben in einer digitalen Welt. Welcher Bürger muss wegen seines Anliegens wirklich noch ins Landratsamt? Ist es nicht eher so, dass Bestehendes bewahrt werden soll und die Landräte nicht ganze Tagesreisen durch ihre neuen, größer werdenden Landkreise machen wollen? Zukünftig soll es nur noch 9 statt der bislang 14 Kreise geben und nur Potsdam soll als kreisfreie Stadt bestehen bleiben. Die regierende SPD sieht die Initiative gelassen. Es ist eine völlige Normalität, dass in Brandenburg Bürgerinnen und Bürger zu einem bestimmten Thema
sich positionieren. Ich gehe davon aus, dass 20.000 Unterschriften in sehr kurzer Zeit auch zusammenkommen und im nächsten Schritt sich der Parlament, der Landtag intensiv nochmal mit der entsprechenden Reform, auch mit den Kritikpunkten der Initiatoren der CDU auseinandersetzen wird. Und dann wird er allerdings auch eins machen, nochmal die Argumente schärfen. Das motiviert uns ja auch nochmal. 20.000 Unterschriften müssen zusammenkommen, um die erste Hürde zu nehmen. Die nächste Stufe wäre das Volksbegehren. Von denen hier ist allerdings keine gültig. Die Papptafel kann allenfalls irgendwann einmal ins Haus der Geschichte. Ja, selten, dass Kommunalpolitiker wissen wollen, ob sie wirklich noch die Bürger vertreten. Und wenn, dann kann das vielleicht so aussehen. Hier ist die erste Nachricht mit Christina Derlin. In Eisenhüttenstadt eskaliert der Streit um die Entschädigung der Abwasseraltanschließer. Abgeordnete hatten Bürgermeisterin Püschel undemokratisches Handeln vorgeworfen. Deshalb fordert Püschel jetzt einen Bürgerentscheid über ihren Verbleib im Amt. Bei der Abstimmung in der vergangenen Woche hatte Püschel gegen eine umfassende Rückzahlung für alle Alt- und Neuanschließer gestimmt. Damit handelte sie ausdrücklich gegen den Auftrag ihrer Stadtverordneten und erntete viel Kritik. Püschel forderte die kritischen Fraktionen heute auf, einen Antrag auf Abwahl gegen sie zu stellen. Bürgermeister, Hauptverwaltungsbeamte müssen immer unkonventionell handeln, das ist ganz klar. Und es steht der Vorwurf im Raum, ich habe undemokratisch gehandelt. Und dieser Vorwurf muss geklärt werden. Und es ist meine feste Überzeugung, ein Hauptverwaltungsbeamter oder eine Bürgermeisterin, die undemokratisch handelt, die gehört abgewählt. Der Vorschlag stößt bei der Stadtverordnetenversammlung auf wenig Verständnis. Ich denke, hier ist auch ein Stück Feigheit da, diese Endverantwortung und das zu tragen und auch den Druck auszuhalten, dem Bürger gegenüber. Sollten die Stadtverordneten sich mehrheitlich für den Antrag entscheiden, können die Eisenhüttenstädter per Bürgerentscheid über ein vorzeitiges Aus ihrer Bürgermeisterin befinden. Trotz der Einigung im Schlichtungsverfahren zur Zukunft der Lebensmittelkette Kaisers Tengelmann sind die Mitarbeiter verunsichert. Denn Details zu dem Deal mit den Konkurrenten Rewe und Edeka sind nach wie vor nicht bekannt. In Brandenburg sind vor allem die 169 Mitarbeiter des Fleischwerks in Pervenitz betroffen. Bei einer Übernahme durch Rewe könnte das Werk überflüssig werden. Der Betriebsrat kämpft seit 2 Jahren um das Fortbestehen des Standorts. Wir wollen jetzt gerne wissen, was passiert, wie es passiert und wann, vor allen Dingen wann. Weil 2 Jahre ist auch für einen Mitarbeiter nicht wirklich, es war eine kurze Zeitspanne, aber für den Einzelnen ist das halt eine sehr unruhige Situation und wir können nicht planen. Keiner kann mir zu Hause sagen, was passiert. Am Donnerstag soll es nun ein erstes Treffen zwischen Rewe und dem Birkenhof-Betriebsrat geben. Die AfD-Fraktion im Landtag hat ihren Vorsitzenden Gauland heute als Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission nominiert. Das Gremium kontrolliert unter anderem den Verfassungsschutz. Der ursprüngliche AfD-Kandidat Galau war von SPD, Grünen und Linken stets abgelehnt worden, weil er früher Mitglied bei den rechtsradikalen Republikanern war. Auch eine Klage vor dem Landesverfassungsgericht änderte nichts an der Haltung der Landtagsmehrheit. Deshalb macht die AfD jetzt den Vorschlag mit Gauland. Wir können unsere Position nicht durchsetzen. Es ist aber wichtig, dass wir für den Rest der Legislaturperiode in diesem Gremium vertreten sind. Und also ist diese Entscheidung getroffen worden. Politiker in Brandenburg sind im Ruhestand gut abgesichert. Das ergibt sich aus dem bundesweiten Alterssicherungsbericht. Demnach beziehen 15 ehemalige Minister und Staatssekretäre je 4.995 Euro im Monat. Die Pensionen liegen damit höher als die von Ex-Bundesministern. Insgesamt wendete Brandenburg im vergangenen Jahr 879.000 Euro für die Altersversorgung ehemaliger Regierungsmitglieder und deren Hinterbliebene auf. RBB-Intendantin Patricia Schlesinger war erstmals zu Gast im Landtag. Sie kam auf Einladung von Parlamentspräsidentin Britta Stark ins Potsdamer Landtagsschloss. Schlesinger ist seit Juli im Amt. Morgen stellt die neue Intendantin auf Einladung des Landtags im Hauptausschuss ihre Pläne für die Arbeit des RBB vor. Bei Ostsee müssen wir Brandenburger demnächst aufpassen. Geht's um die Ostsee im Norden oder um den Ostsee hier bei uns im Süden? Im Lausitzer Revier bei Cottbus. Hier entsteht ein völlig neuer, künstlich geschaffener Badesee aus einem stillgelegten Tagebau. Ab heute können alle Ostsee-Anrainer zu dieser Riesenbadewanne Stellung beziehen. Neben Erd- und Wassermassen müssen eben auch Massen an Aktenordnern bewegt werden. Sascha Erler.
Es gibt einiges abzuarbeiten. 2000 Einwände kamen bei der Auslegung der Pläne zusammen. Heute soll drüber diskutiert werden, gemeinsam mit betroffenen Fachleuten, Behörden, dem Energiekonzern LEAG und Verbänden. Heute werden keine Entscheidungen gefällt werden hier im Rahmen des Erörterungstermins, sondern es soll uns als verfahrensführende Behörde einfach nochmal in die Möglichkeit setzen, dann halt vernünftig abzuwägen, alle Belange gegeneinander abzuwägen und mit dem Ziel natürlich eines rechtssicheren Planfeststellungsbeschlusses am Ende des Tages. Es ist ein ehrgeiziges Projekt, das die LEAG da geerbt hat. Vor den Toren Cottbus soll Deutschlands größter künstlicher See entstehen. 250 Millionen will das Bergbauunternehmen sich die Flutung des ehemaligen Tagebaus kosten lassen. In der Computersimulation sieht es einfach aus. LEAG und Anliegergemeinden träumen schon von Badespaß und Tourismus ab 2024. Dass der See für sie ein Albtraum werden könnte, befürchtet eine Bürgerinitiative aus dem kleinen Ort Maust. Vor allem der Grundwasseranstieg macht den Maustern zu schaffen. Wir haben den Ort verdreifacht. Es sind alles neue Häuser dazugekommen. Viele haben ihre Kredite noch abzuzahlen. Es sind auch Unternehmen ansässig. Und wir gehen der Vernässung dann erst recht entgegen. Nicht? Das ist jetzt schon sehr patschig auf der Wiese und das ist dann nicht mehr lebenswert. Ich hoffe nur, dass auch das nicht bloß hier in diesem Raum bleibt, dass es auch dann anschließend in ihren Gremien so bearbeitet wird, wie wir das hier darstellen und fordern. Schon jetzt zeigt sich, der Redebedarf ist groß. Ein dritter Erörterungstag durchaus möglich. Ich denke mir mal, dass es da im Jahre 2017 noch umfangreiche Abwägungen bei uns in der Behörde geben wird und dass es dann halt Ende des Jahres oder so einen Beschluss geht. Aber hier gilt ganz klar Qualität vor Schnelligkeit. Bis zur Entscheidung hat der Tagebaubetreiber LEAG ohnehin noch einiges an Vorarbeit zu leisten, damit 2018 der Hahn aufgedreht werden kann. Auch beim Cottbuser Ostsee wird nicht gekleckert, wie wir mitkriegen, sondern geklotzt. Aber Andreas Rausch, für uns jetzt in unserem Cottbuser Studio ohne Genehmigung, Andreas, ja keine Flutung. Nun wurde aber schon so viel Geld reingesteckt, ein dreistelliger Millionenbetrag. Könnte es sein, dass der für die Katz war? Also das klingt alles so ein bisschen nach einem Wabank-Spiel und in der Tat so ein Stück weit ist es das auch, wenngleich das ganze Projekt nicht in Frage gestellt ist. Es ist, wie Sie gerade sagen, im Moment nur die Flutung Thema der Diskussion. Ansonsten muss der Bergbautreibende, dazu ist er gesetzlich verpflichtet, die Gruben, die er aufgerissen hat, um Kohle zu gewinnen, nach dem Ende der Kohle, und das ist hier der Fall, wieder so herrichten, dass sie nachnutzbar sind und auch im Einklang mit der Natur ringsherum stehen. Insofern ist das Geld nicht in den Sand gesetzt. Jetzt geht es im Moment darum, die Bedenken der Anrainer, auch von Umweltverbänden, was Einträge von zum Beispiel Sulfat in die Spree, was die braune Spree angeht, was auch die Wasserhöhe angeht, die möglicherweise gerade das Dorf Maust, was wir gesehen haben, im Norden des künftigen Sees bedrohen könnte. LEAG bestreitet das. Da geht es jetzt darum zu diskutieren und möglicherweise auch Bedenken zu nehmen. Beide Seiten glauben sich in ganz guter Verfassung, was die Argumente angeht. Und dann können wir mit einer Entscheidung rechnen. Ich glaube nicht, dass die Flutung generell in Zweifel gezogen wird. Möglicherweise werden wir nochmal eine Korrektur des Wasserpegels erleben. Nun wird die Wasserlandschaft in der Lausitz immer größer, immer gigantischer. Was wollen die Cottbusser mit ihrem Ostsee? Ein Stück weit vom Kuchen mit abhaben, ganz eindeutig. Wir haben ja in den letzten 20 Jahren erlebt, dass im Süden von Cottbus in der Lausitzer Seenplatte, dem Lausitzer Seenland, eine ganze Kette von schiffbar verbundenen Seen entstehen ist. Der Senftenberger See war der erste seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und die haben natürlich enorm gute Tourismuszahlen aufzuweisen. Und das will Cottbus jetzt auch ein Stück weit haben. Mit dem Ostsee entsteht quasi ein Tourismusmagnet direkt vor den Toren der Stadt. Und immerhin ist es mit über 100.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Brandenburgs, und da will man was vom Kuchen abhaben, und im Moment werden Pläne geschmiedet, ob es einen Hafen geben wird, schwimmende Architektur vielleicht, Wassersport sowieso, viele Strände, andere Dinge. Das muss alles von den Kommunen, auch von Cottbus im Umfeld des Sees selbst bezahlt werden, da ist LEAG dann nicht mehr mit im Boot. Insofern laufen da die Planungen genauso fieberhaft wie die Anhörung, die gerade in Cottbus stattfindet. Danke für die Einschätzung. Danke nach Cottbus zu Andreas Rausch. Nach dem Zukunftsblick, Erholung, Freizeit, wagen wir den jetzt in Richtung Arbeit. Wie werden wir wohl morgen arbeiten? Damit beschäftigt sich die ARD-Themenwoche. Und Brandenburg aktuell guckt sich im Land an, wo bereits intelligente Maschinen den Menschen ersetzen.
Roboterhersteller haben längst nicht mehr nur Transport und Logistik im Visier. Michael Nowak mit Beispielen und ob man sich vor den neuen digitalen Kollegen fürchten muss. Der Stahlhersteller ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt setzt schon lange auf digitale Technik. So versucht der Industrieriese, an besonders gefährlichen Arbeitsplätzen durch Roboter das Unfallrisiko zu minimieren. Seit 3 Jahren wird dieser Greifarm, genannt Robby, beim Entfernen von schweren Zinkschlackresten eingesetzt. Rund 450 Grad heiß ist das Metallbad darunter. Ja, die Arbeit hat sich so ein bisschen verlagert. Früher war es mehr körperlich, also permanent ins Körperliche, zumindest für bestimmte Mitarbeiter. Heute verlagert sich die Arbeit mehr auf die Qualität und aufs Bedienen des Robbys. Dass die Stahlarbeiter selbst die Schaufel in die Hand nehmen, ist heute eher die Ausnahme. Stattdessen überwachen sie mit geringerem Personalaufwand die Maschinen. Auf Dauer ist das günstiger, die Wettbewerbsfähigkeit steigt. Es kommt uns auch entgegen, dass wir in Jahrgänge kommen, wo der Nachwuchs sehr knapp wird. Und wir froh sind, dass wir dort auch Arbeitskräfte einsparen können, die wir dann für andere Tätigkeiten im Werk einsetzen können. Weniger Unfälle, mehr Effizienz. Die sogenannte digitale Revolution wälzt die Stahlbranche um. Die Eisenhüttenstädter sehen vor allem die Vorteile. Wie aber steht es um die Banken? Dass die Kunden zusehends das Internet nutzen, gilt als immense Herausforderung. Die Sparkasse Barnim beispielsweise baut nur noch teilweise aufs Schaltergeschäft. Online-Beratung ist die Zukunft. Der Wandel, der zurzeit stattfindet, die Umbrüche sind rasant. Wenn Sie daran denken, dass es vor 10 Jahren noch keine Apps gab und wir heute Bankzahlungsverkehr mit einer Foto-App machen können, indem Sie die Überweisung fotografieren und dann ist der Geldbetrag überwiesen und mittlerweile von Smartphone zu Smartphone Geld übertragen werden kann. Das sind schon rasante Entwicklungen, die natürlich Prozesse in der Sparkasse vollkommen verändern. Das digitale Zeitalter verändert auch die Finanzbranche mit Konsequenzen. Geldflüsse verlagern sich ins Internet. Die Zahl der Filialen wird langfristig wohl weiter sinken. Automaten übernehmen die Aufgaben in allen denkbaren Bereichen. Was im Bernauer Dentallabor Jonas früher per Hand mit Wachs vormodelliert wurde, berechnet heute die Computersoftware. Im Endeffekt ist es so, dass sie eingescannt wird, am Bildschirm konstruiert wird und die Maschine fräst alles aus vollem Zirkon. Also da ist kein Metall mehr drin, was gegossen werden muss, sondern es ist alles ein Material. Die Aufgaben der Zahntechniker verändern sich. Weniger Handwerk, mehr Kopfarbeit. Der Berufszweig an sich aber, er wird wohl bleiben. Jeder Mensch ist einzigartig und wir stellen Unikate für Menschen her. Und damit wird sich der Beruf des Zahntechnikers zwar noch mal deutlich ändern, aber definitiv nicht verdrängt werden. Egal, was die Maschinen können oder nicht. Egal, was die Maschinen können oder nicht können, weil die Maschinen sind auch nur so gut wie der Mensch, der davor und dahinter sitzt. Die fortschreitende Digitalisierung kann Jobs vernichten. An vielen Stellen entstehen aber auch neue Berufe. Brandenburgs Firmen arbeiten mal weniger, oft aber mehr mit dem digitalen Zeitalter. Das hat längst begonnen. Wir haben noch mal Kurznachrichten für Sie mit Christina. Das Reizgas, durch das am Sonntag 9 Menschen auf einer Halloween-Party in Senftenberg verletzt wurden, ist offenbar absichtlich versprüht worden. Nach bisherigen Ermittlungen könne ausgeschlossen werden, dass das Gas durch einen technischen Defekt über die Lüftung in das Zelt gelangte, sagte ein Polizeisprecher heute dem RBB. Wer das Gas versprüht hat, ist allerdings noch nicht klar. Wegen Atem- und Kreislaufproblemen mussten 9 Partybesucher im Krankenhaus behandelt werden. Präsident Joachim Gauck hat heute in Berlin den deutschen Medaillengewinnern der Olympischen und Paralympischen Spiele von Rio de Janeiro das silberne Lorbeerblatt verliehen. Es ist die höchste nationale Auszeichnung für sportliche Spitzenleistung, die heute auch dem Doppel-Olympiasieger im Kanu Sebastian Brendel zuteil wurde. Insgesamt 99 Medaillen wurden während Olympia und den Paralympics von den deutschen Sportlern gewonnen. In den Pastlingsee bei Grabkow im Spree-Neiße-Kreis wird weiter Grundwasser eingeleitet. Die Genehmigung dafür sei bis Ende kommenden Jahres verlängert worden, teilte der Landkreis mit. Der See verliert seit Jahren aus ungeklärter Ursache Wasser. Das Landesumweltamt sieht einen Zusammenhang mit der Braunkohleförderung. Das hat der bisherige Betreiber des Tagebaus Jens Walde Vattenfall immer zurückgewiesen.
Die erste RBB-Intendantin Dagmar Reim hat das Bundesverdienstkreuz erhalten. Berlins regierender Bürgermeister Müller überreichte es ihr. Reim habe aus den Sendern SFB und ORB eine Institution geformt, mit der sich Berliner ebenso identifizieren wie die Menschen in Brandenburg. Sie habe damit viel für das Zusammenwachsen beider Länder geleistet. Der Brandenburger Schriftsteller Günther de Bruijn wird heute 90 Jahre alt. Der vielfach ausgezeichnete Autor von Erfolgsbüchern wie Buridans Esel und Der Hohlweg lebt seit Jahren zurückgezogen in Görsdorf bei Beeskow. In seinen Werken beschäftigt er sich mit der preußischen Geschichte und dem Alltag in der DDR. 2006, zu seinem letzten runden Geburtstag, war noch Bundeskanzlerin Merkel nach Frankfurt gereist. Seinen heutigen Ehrentag begeht de Bruijn laut seinem Verlag im kleinen Familienkreis. Jetzt ist irgendwie bei den Nachbarn irgendwas los und man fragt sich, was machen die da auf den Straßen? So viele Menschen, so viele Staus. Ganz Polen macht sich auf zu den Vorfahren. Zu Allerheiligen ist nämlich ein Besuch auf dem Friedhof Pflicht. Stilles Gedenken, aber faktisch unmöglich bei solchen Völkerwanderungen. Markus Woller hat sich heute den Feiertag in Frankfurts Schwesterstadt angeschaut. Regen, 10 Grad und trotzdem feiern die Słubica Kirchengemeinden ihre Andacht heute unter freiem Himmel. Allerheiligen ist auch für sie eine Art Ausnahmezustand. So viel Zulauf gibt es sonst auch im kirchentreuen Polen selten. Allerheiligen ist hier in Polen das drittwichtigste Fest nach Weihnachten und Ostern. Millionen Polen pilgern auf die Friedhöfe, um Zeit mit ihren verstorbenen Angehörigen zu verbringen. Der Duft von tausenden Kerzen liegt in der Luft. Grablichter sind in den Tagen vor dem Fest regelmäßig ausverkauft. Manch einer hier hat Tage damit zugebracht, um die Gräber auf Vordermann zu bringen. Jedes Jahr bereiten wir die Gräber vor. Wir sind katholisch. Wir beten für die Seelen der Toten und gehen heute auch noch in die Kirche. Das ist jedes Jahr so. Für viele Polen ist Allerheiligen ein Anlass, mal wieder in die alte Heimat zurückzukehren. So wie dieser Mann, der extra aus Debno angereist ist. Ich bin heute hier bei meinen Eltern. Aus Dankbarkeit, bei uns ist es so Tradition. Ich sitze hier, danke meinen Eltern für alles, was sie für mich gemacht haben. Und ich denke über die Zukunft nach. Doch das eigentlich so besinnliche Fest sorgt bei vielen Polen auch für richtig Stress. Der Besuch der Familiengräber ist quasi Pflicht. Und so sind heute Himmel und Menschen unterwegs. Rund um den Friedhof müssen Polizisten den Verkehr regeln. Es gibt extra eingerichtete Parkplätze. Der Allerheiligenstau ist fast schon sprichwörtlich. Ein gänzlich anderes Bild auf der anderen Oderseite. Zwar feiert auch die 3000 Mitglieder umfassende Frankfurter Heiligkreuzgemeinde heute Allerheiligen. Der Blick der deutschen Katholiken aber, der richtet sich auf morgen. Da werden halt Gräbersegnungen durchgeführt. Da auch die christgläubigen Katholiken gehen halt auf die Friedhöfe mit dem Pfarrer, segnen die Gräber und stellen halt auch Kerzen bei ihren verstorbenen Verwandten auf. Aller Seelen wird morgen natürlich auch in Polen nochmal gefeiert. Dann wird's auf den Friedhöfen vielleicht noch ein bisschen besinnlicher. Und über die Zukunft denken wir auch schon nach, denn schon morgen steht ein Roboter bei uns im Brandenburg Aktuellstudio, Jolandi. Jetzt fange ich schon an zu stottern. Macht sie mir Angst? Nein, macht sie nicht. Morgen soll die Maschine nämlich mit moderieren. Damit nichts schief geht, haben wir in der letzten Woche schon mal bei uns im Studio geübt. Auch Kollege Roboter braucht nämlich eine Generalprobe. Das Gesicht ist ja etwas flächig, die Hand eher grobmotorisch ausgelegt und die Stimme, die hallt ziemlich, für eine Moderatorin nicht gerade ideal. Guten Abend Brandenburg und ganz herzlich willkommen. Eine Roboterfrau, für unsere Studiomannschaft schon mal sympathisch. Das ist echt schon faszinierend. Zur Generalprobe ist unser Studio voll besetzt, einen Roboter hatten wir noch nie hier. Wird Jolandi als Moderatorin funktionieren? Oder hat sie plötzlich einen Kurzschluss und macht was kaputt? Immerhin hat sie einen 4 Kilo Händedruck. Falls sie dennoch in eine Situation kommen, gibt es hier links und rechts, das ist wie im Flugzeug hier, links und rechts einen Notknopf, den man dann drücken kann. Wie beruhigend. Nicht alles klappt auf Anhieb, Moderationszettel halten ist schwierig. Und an der Mimik muss Jolandi noch arbeiten.
Als gar nichts geht, wird sie aufgeschraubt. Sehr sympathische Kollegin. Aber Yolandi ist ja auch nur eine Maschine. Ja, noch lache ich. Die Premiere darf dann Dirk Plattmeistern. Mal sehen, wer von beiden dann das letzte Wort hat. Und mit der richtigen Technik lässt sich auch Novemberwetter aushalten. Hier kommen die Brandenburger Aussichten. Und das Thema heute, gib Gummi, Ulrike. Diese Reifen hier, die haben erstmal ausgedient für die nächsten 5 bis 6 Monate. Das sind hier allesamt Sommerreifen. Jetzt ist Reifenwechselsaison. Aber welcher Reifen soll nun aufs Auto? Ein Allwetterreifen, ein Winterreifen? Und warum das Ganze? Das sind Fragen, die man sich jedes Jahr aufs Neue stellt. Herr Leo hier neben mir macht seit fast 20 Jahren nichts anderes als in Reifen. Ein Mann, der sich also auskennt. Und hier haben wir schon die drei Klassiker. Winterreifen, Allwetterreifen, Sommerreifen. Und wie sieht's aus mit der Gummimischung? Da gibt es ja auch Unterschiede, ne? Richtig, der Winterreifen ist natürlich weicher, hat den besseren Bremsweg, bessere Performance bei Schnee und alles. Der Allwetterreifen ist ziemlich nah da dran. Und der Sommerreifen hat 0 Eigenschaften, die für den Winter tauglich sind. Das heißt, hier ist die Gummimischung hart. Kann das passieren, dass der bei einer bestimmten Temperatur tatsächlich einfriert? Richtig. Der kann nicht nur einfrieren, sondern der Bremsweg kann sich auch bis zu 42 Meter verlängern. Ab wie viel Grad sollte ich wechseln? Das ist jetzt die Zeit, oder? Ab plus 7 Grad. Wir gucken mal, was das Wetter sagt heute Nacht und morgen. Und da kann ich nur eins sagen, Reifen wechseln. In der Nacht zu Mittwoch gehen die Temperaturen bis auf 3 Grad zurück. Regnen wird es vor allen Dingen im Südwesten des Landes. Der Tag wird dann durchwachsen. Sonne, Wolken, Regen. Im Havelland gibt es auch die ersten Graupelschauer. Die Temperaturen erreichen nur noch maximal 10 Grad. Ob man mit Sommerreifen durch den Winter fährt, das sollte man sich nicht nur aus Sicherheitsgründen überlegen. Das kann auch richtig teuer werden. Was sagt denn da der Gesetzgeber? Es gibt keine richtige Winterreifenpflicht in Deutschland. Sondern man muss bei winterlichen Verhältnissen mit den entsprechenden Reifen auf der Straße unterwegs sein. So wird's gesagt. Ne? Wenn ich jetzt allerdings den Verkehr behindere, weil ich mit Sommerreifen unterwegs bin, was passiert dann? Dann kann es ein Bußgeld geben, gegebenenfalls ein Punkt in Flensburg. Oder wenn ein Unfall passiert, kann so ja der Versicherungsschutz erlöschen. Wir gucken jetzt erstmal, wie das Wetter wird in den kommenden 3 Tagen. Welches Wetter ist Ihnen am liebsten? Eis und Schnee, ne? Dann kommen die Leute mehr. Richtig, Eis und Schnee. Wir gucken mal. Eis und Schnee kommen noch nicht, aber leichter Frost in den Nächten. Am Donnerstag wird es dann trocken und freundlich. Ab Freitag mischen sich aber immer wieder Schauer dazu. Nicht jedes Jahr muss man sich ja neue Winterreifen und Sommerreifen kaufen. Wie lange sind die im Schnitt haltbar? Winterreifen bis zu 6 Jahre. Beim Sommerreifen sprechen wir bis zu 10 Jahren. Okay, und welche Reifen fahren Sie im Winter? Ich gehe auf Nummer sicher und fahre den klassischen Winterreifen. Man weiß ja nie, wie es Wetter wird, ne? Man weiß ja nie, wie es Wetter wird. Genau, und wann nimmt man Allwetterreifen? Na, kommt immer auf die Fahrsituation an. Bei wenig Fahrer, klassischen Zweitwagen, da reichen die aus. Ja, naja, und abschließend kann ich hier zwischen diesen ganzen Reifen sitzend sagen, der Winter kann kommen. Richtig. Ja, und für uns der Regen auch, danke. Ulrike, von wegen, da wächst doch noch was im Herbst. Auf unserer Brandenburg aktuell Facebook-Seite ist dieses schöne Schirmpilz-Exemplar aus dem Spreewald gelandet. Geschickt von Martin Jeschke. Danke auch noch für eine tolle Zahl, denn seit heute haben wir hier 30.000 Gefällt-mir-Klicks. Soweit aus dem Land. Nach der Tagesschau geht's nach Oberschöneweide, dem Chicago an der Spree. Heute unser geheimnisvoller Ort ab 20.15 Uhr. Und um 21.45 Uhr gibt es dann wieder frische Nachrichten aus unserer Region. Und morgen stehen dann 3 im Studio. Dirk Platt mit Christina und Yolandi. Viel Freude wünsche ich euch schon mal. Dankeschön. Schönen Abend. Schönen Abend. Tschüss. Vor 1,5 Jahren fiel das Urteil, doch nun beginnen die Verhandlungen von vorn. Alles auf Anfang, der Gimlitztal-Prozess wird komplett neu aufgerollt. Ab in den Knast, ein sächsischer Pilgerweg führt in die JVA Zeithain. Und Hüterin der Schätze, die Dresdner Kunstsammlungen haben jetzt eine Generaldirektorin. Der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Daniel Johe.
Guten Abend. Es ist ein grausiger Fall aus dem Jahr 2013, der jetzt wieder aktuell wird. Damals reiste ein Mann ins Gimlitztal, weil er getötet und verspeist werden wollte. Er traf sich dazu mit einem Polizeihauptkommissar. Der wurde später verurteilt, weil er den Mann getötet und zerstückelt haben soll. Allerdings hob der Bundesgerichtshof dieses Urteil wieder auf, denn die Beweise seien vom Gericht nur lückenhaft gewürdigt worden, weshalb der Prozess nun von neuem beginnt. Seit 3 Jahren in Untersuchungshaft und noch kein rechtskräftiges Urteil. Der wegen Mordes und Störung der Totenruhe Angeklagte muss sich erneut vor dem Landgericht Dresden verantworten. Denn die übergeordnete Instanz hob das erste Urteil auf und begründete dies gegenüber den Dresdner Richtern. Das Landgericht habe nicht rechtsfehlerfrei festgestellt, dass das Tatopfer sich, wie der Angeklagte behauptet, selbst getötet hat. November 2013. Hier im Gimlitztal kam ein Mann zu Tode. Anschließend wurde seine Leiche, und das ist unstrittig, zerstückelt und auf dem Grundstück vergraben. Die große Frage bis heute, hat der 58-jährige Angeklagte das Opfer ermordet oder war es Selbstmord? Die Beweislage ist schwierig, denn Zeugen gibt es keine. Das erste Urteil geht von Mord aus. Die Richter am Bundesgerichtshof kritisieren das allerdings im April 2016. Auch sei das Strafmaß von 8,5 Jahren fragwürdig, wenn der Angeklagte wegen Mordes verurteilt werde. Dazu die Kritik der Bundesrichter am Gericht in Dresden. Es hat zu Unrecht davon abgesehen, eine lebenslange Freiheitsstrafe auszusprechen, obwohl es ja wegen Mordes verurteilt hat. Große Aufmerksamkeit gilt heute der Staatsanwaltschaft. Sie verliest die gleiche Anklageschrift wie bereits im Sommer 2014. Hauptvorwurf: Mord. Die Verteidigung hält das eingesetzte Gericht für nicht zuständig und stellt darum den gesamten Prozess in Frage. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Sache von einer anderen Schwurgerichtskammer des Landgerichts Dresden verhandelt werden muss. Und die 5. Große Strafkammer ist keine Schwurgerichtskammer. Die Richter am Landgericht weisen diese Ansicht allerdings zurück. Trotz des Verhandlungsbeginns steht der Prozess schon heute auf wackeligen Füßen, denn die Verteidigung bleibt bei ihrer Position, dass das Gericht für diesen Fall nicht zuständig sei. Sollte es also zu einer Verurteilung kommen, so will die Verteidigung wiederum den Bundesgerichtshof anrufen und das Urteil in Frage stellen. Doch zunächst läuft das Verfahren wie geplant. 18 Verhandlungstage, 19 Zeugen und 4 Sachverständige sind geladen. Ein erneutes Urteil des Landgerichts Dresden wird im Januar erwartet. Und wir bleiben im Bereich der schweren Kriminalität, kommen aber zu einem sehr aktuellen Fall. In Leipzig haben Eltern ihre Kinder heute wohl nur mit einem mulmigen Gefühl in die Schule gehen lassen. Denn bereits am Donnerstag ist im Leipziger Stadtteil Mockau ein Mädchen missbraucht worden. Ausgerechnet auf dem Weg in ihre Grundschule. Die Suche nach dem Täter läuft. Die Friedrichshafener Straße im Morgengrauen des vergangenen Donnerstages. Ein Mann zerrt ein Mädchen ins Gestrüpp und missbraucht die erst 10-Jährige. Noch Tage nach der Tat ist die Nachbarschaft entsetzt. Ich finde es einfach ganz schrecklich, sowas. Und man kann nichts tun. Man ist völlig machtlos. Man macht sich Vorwürfe, man denkt darüber nach, aber mehr kann man nicht tun. Das ist ein eigenartig mulmiges Gefühl, genau gegenüber. Nachdem der Täter vom Mädchen ablässt, schleppt sie sich in ihre Grundschule. Die erst 10-Jährige kann ihren Peiniger gut beschreiben. Seit Freitag fahndet die Polizei nach diesem Mann. Er ist ca. 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat kurze braune Haare und Bartstoppeln. Ganz in schwarz gekleidet ist er am Donnerstagmorgen auf einem blau-weiß lackiertem Fahrrad unterwegs. Polizei und Sächsische Bildungsagentur appellieren immer wieder an Eltern und Kinder, den Schulweg mit Bedacht zu wählen. Eltern, Kinder versucht wirklich den in Anführungszeichen sichersten Weg zu gehen. Das heißt Wege an größeren Straßen, die beleuchtet sind, wo Ampeln sind, wo mehrere Menschen sind. Also versucht dann irgendwelche Winkel, wir sagen in Sachsen Schluppen, Übergänge, Abkürzungen zu vermeiden. Laternen beleuchten die Friedrichshafener Straße. Der Verkehr rollt am Tage. Das Mädchen erinnert sich an mindestens 2 Zeugen. Dennoch konnte die schreckliche Tat geschehen. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hält sich heute bedeckt, will die laufenden Ermittlungen nicht beeinflussen. Die Polizei bittet trotz der Besorgnis vieler Eltern im Leipziger Stadtteil Mockau um Besonnenheit.
In der Region Leipzig lief bis zum frühen Abend der S-Bahn-Verkehr für mehrere Stunden nur eingeschränkt. Der Grund dafür war ein tödlicher Unfall im Leipziger City-Tunnel. Dabei geriet eine 30-jährige Frau an der Station Markt auf die Gleise und wurde von einem Zug überrollt. Die Ursache ist noch unklar. Der City-Tunnel wurde für den S-Bahn-Verkehr komplett gesperrt. Wie steht es um die sächsische Wirtschaft? Martin Dulich, der Wirtschaftsminister und SPD-Chef in Sachsen, hat diese Frage heute von sich aus ausführlich beantwortet. Er hat damit auch Bilanz gezogen über seine bisherige Amtszeit. Und eines seiner Konzepte lautet: AIDA, klingt jetzt nach einer Kreuzfahrt, steht aber für Arbeit, Innovation, Digitalisierung und Außenwirtschaft. Zu all diesen Punkten hat er sich heute geäußert. Fast scheint es so, als wolle Wirtschaftsminister Martin Dulich auch mal wieder etwas Positives über Sachsen sagen. Selbstverständlich laufe es gut in seinem Ressort. Die Zahlen, vor allem auf dem Arbeitsmarkt, die sprechen für sich. Als ich mein Amt im November 2014 übernommen habe, lag die Arbeitslosenquote in Sachsen bei 8,1%. Jetzt liegt sie unter 7%, bei 6,9% Stand September. Das Bruttoinlandsprodukt in Sachsen stieg in den letzten zwei Jahren um fast 8%. Dass Sachsens Unternehmen mit nur 16% Tarifbindung das Schlusslicht aller Bundesländer bilden, verschweigt der Minister nicht. Durch die SPD in der Regierung sei aber auch beim Koalitionspartner ein Strategiewechsel in Sicht. Sachsen kann und darf nicht mit Niedriglöhnen werben, sondern wir müssen einen Weg suchen, damit hier endlich fair und gut bezahlt werden. Am besten natürlich nach Tarif. Denn wenn es darum geht, gute Arbeit zu stärken und wegzugehen vom Niedriglohn, von der Niedriglohnstrategie, dann kann ich nur sagen, wunderbar, dass die CDU mit uns an dieser Stelle für eine gute Wirtschaftspolitik kämpft. Weitere Erfolge, die Dulich für sich verbucht: Man habe finanzielle Einschnitte beim öffentlichen Nahverkehr verhindert und im Bundesverkehrswegeplan 10 von 11 eingereichten Schienenprojekten untergebracht. Alle solche Sachen mussten wir eben als Baustellen auch annehmen und Stück für Stück abarbeiten. Der kleine Koalitionspartner als der Problemlöser, das dürften im Dresdner Regierungsviertel nicht alle so sehen. Also alles in allem zieht der Wirtschaftsminister eine positive Bilanz, vor allem seiner eigenen Leistungen, was jetzt bei einem Politiker nicht unbedingt verwundert. Eher schon, warum er das genau jetzt tut. Uta Deko, unsere Politikredakteurin, ist bei mir im Studio. Warum zieht SPD-Mann Dulich genau jetzt wirtschaftlich Bilanz? Naja, da wir uns nicht mitten in der Legislaturperiode befinden, es also keine Halbzeitbilanz sein kann. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es geht ganz sicher um den Parteitag der CDU in Sachsen am kommenden Wochenende. Die trifft sich in Clauchau und wird dort einen Leitantrag verabschieden. Da geht es hauptsächlich um das Thema Wirtschaftspolitik in Sachsen. Die CDU will sich wieder viel stärker aufstellen und sagen, hier, wir sind die Partei des sächsischen Mittelstandes, der sächsischen Wirtschaft. Und Martin Dulich kennt natürlich das Getuschel von den Gängen, weiß, ob der Unzufriedenheit, die da immer wieder von Seiten seines Koalitionspartners herbeigetuschelt wird, dass da im Ministerium es jetzt zu sehr um das Thema Arbeit ginge, zu wenig um das Thema Wirtschaft. Und da hat Martin Dulich ja ganz klar gesagt, ja, anders als bei der FDP geht es eben auch wieder um das Thema Arbeit. Aber wir können auch Wirtschaft, das haben wir jetzt bewiesen. Also das war die Botschaft, die er heute aussenden wollte, Richtung CDU, aber natürlich auch Richtung Sachsen. Wenn man sich jetzt die wirtschaftlichen Erfolge von Sachsen anschaut in Dulichs Amtszeit, was kann man da als die Eigenleistung des Wirtschaftsministers sehen und was hätte die Wirtschaft auch ohne ihn geschafft? Ich glaube, das ist eine wirklich schwer zu beantwortende Frage. Ich würde da mal die Vereinigung der sächsischen Wirtschaft zitieren, die gesagt hat, dass sie für den Erfolg in der Wirtschaft, für das Wachstum der Wirtschaft ist zuallererst mal die Wirtschaft selbst zuständig. Und dann sei man schon ziemlich dankbar, wenn die Politik da nicht noch große Steine in den Weg lege. Allerdings kann die Politik natürlich gesunde und gute Rahmenbedingungen dafür schaffen. Vieles von dem, was die Wirtschaft in Sachsen kritisiert, ist allerdings durch ein sächsisches Wirtschaftsministerium gar nicht zu leisten. Denken wir an die Strompreise, um die es ja immer wieder geht. Anderes dagegen ist durch eine sächsische Regierung schon zu beeinflussen. Denken wir an die Fachkräfte. Die Frage, ob Fachkräfte es attraktiv finden, in Sachsen zu arbeiten oder ob nicht, die wird maßgeblich sicherlich auch von den Rahmenbedingungen im Land beeinflusst, die eine sächsische Regierung schon beeinflussen kann. Ein Wirtschaftsministerium
Ministerium. Anleihen natürlich nicht. Und die IHK hat ja auch vor 2 Wochen ungefähr gesagt, dass man ganz dringend sich eine gute Bildungspolitik in Sachsen wünscht. Auch das kann ein SPD-Wirtschaftsminister allein natürlich nicht bewerkstelligen. Also ohne, dass da CDU und SPD an einem Strang ziehen, wird es nicht gehen. Wenn beide jetzt in einen öffentlichen Ideenwettstreit treten, dann wird die Wirtschaft schon sagen, was sie davon hält. Dieser Wettstreit scheint gerade zu beginnen. Vielen Dank, Uta Deko, für die Einschätzung. Und vom Thema Politik und Wirtschaft geht es jetzt zur Kunst. Und zwar zu der, die Spaß macht, nämlich zu Karikaturen und einer Frau, die schon zu DDR-Zeiten welche gezeichnet hat. Damals für den Eulenspiegel. Die Rede ist von Barbara Henniger. Die ist auch heute noch aktiv mit fast 78 Jahren. Und die gebürtige Dresdnerin wird nun ausgezeichnet mit dem renommierten E.O. Plauen-Preis. Ihre erste Reaktion auf die Bekanntgabe: Was, ich? Ich habe doch gar nichts gemacht. So ist sie, die Henniger, immer gerade raus, in ihren Zeichnungen und mit dem Mundwerk. Es hat eine Weile gedauert, bis ich das bei mir gesetzt hatte und ich die Bedeutung dieser Preisverleihung überhaupt verinnerlicht habe. Der E.O. Plauen-Preis wird alle 3 Jahre verliehen. An Cartoonisten, Karikaturisten, Zeichner. Ganz im Sinne des Plauners Erich Oser, der mit seinen Vater und Sohn Geschichten weltberühmt wurde und dem in Plauen ein ganzes Haus gewidmet ist. Schon als Kind habe ich, wie so viele Kinder, die Vater und Sohn Geschichten studiert, gelesen und durchgeblättert und auswendig gelernt und so weiter. Und das hat mich irgendwie natürlich auch geprägt. Barbara Henniger ist die erste Frau, die den Preis bekommt. Seit über 50 Jahren zeichnet sie für den Eulenspiegel, diverse Tageszeitungen oder Magazine und legt dabei oft genug den Finger in die Wunde. Barbara Henniger hat sich von dieser DDR-Last befreit nach der Wende und hat ihren eigenen Weg gefunden, in der Bundesrepublik eine neue Form zu finden in den politischen Witz und in die Gesellschaftssatire. Das ist nicht jedem Karikaturisten der DDR gelungen. Fast 78 ist die Grande Dame der Spitzenfeder nun schon, aber noch nicht am Ende. Ich sage ja immer, erst wenn ich aufhöre zu denken, höre ich auf zu zeichnen, weil man kann nicht anders. Man sieht etwas, man regt sich auf oder will seinen Senf dazugeben und schon fängt man an, nach einer Idee zu suchen. Die Preisverleihung findet nächstes Jahr statt, inklusive Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Barbara Henniger wird bestimmt was zeichnen, so tickt sie nun mal. Und jetzt haben wir weitere Nachrichten für Sie aus Sachsen zusammengefasst. Segnung der Gräber. In Krostwitz in der Lausitz haben Gläubige am Nachmittag die Grabstätten von Angehörigen besucht. In den katholischen Regionen Sachsens, wie auch in einigen anderen Bundesländern, ist Allerheiligen ein Feiertag. Für die Katholiken symbolisiert das Segnen der Gräber die Zuversicht, dass die Menschen nach dem Tod in der Gemeinschaft mit Gott sind. Prozess um Randale von Heidenau. 4 Männer müssen sich am Amtsgericht Pirna wegen schweren Landfriedensbruchs verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, bei den Ausschreitungen gegen eine Asylunterkunft in einem Praktika-Baumarkt in Heidenau im August vergangenen Jahres Kräfte der Bereitschaftspolizei mit Flaschen, Feuerwerkskörpern und Steinen beworfen zu haben. Asylgegner hatten sich damals eine regelrechte Straßenschlacht mit der Polizei geliefert. Identität geklärt. Bei der gestern in einem Chemnitzer Mehrfamilienhaus gefundenen Toten handelt es sich um eine 25 Jahre alte Frau aus Ungarn. Laut Polizei hatte die Frau als Prostituierte gearbeitet. Die Beamten gehen von einem Tötungsdelikt aus. Weitere Angaben zur Tatwaffe oder Verletzungen wurden mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht gemacht. Schwerer Unfall. Auf der Bundesstraße 99 zwischen Görlitz und Zittau ist ein 20-Jähriger mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Fahrzeug frontal zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden in ihren Wagen eingeklemmt. Ihre Bergung dauerte 1 Stunde, bevor sie schwer verletzt in ein Krankenhaus kamen. Die B99 war stundenlang gesperrt.
Wiederbelebung der Innenstadt. Die Klosterbäckerei aus Panschwitz-Kuckau hat in Chemnitz mit einer Kundenaktion eine Filiale eröffnet. Betrieben wird sie von der Werkstatt für Behinderte St. Michael. Die Bäckerei ist bereits der zweite sogenannte Testladen in Chemnitz, Kamenz. Die Initiative zur Wiederbelebung der Innenstadt ist eine Aktion des Kamenzer City Managements. Welchen Beruf soll ich ergreifen? Das ist eine schwierige Frage für junge Leute und sie ist auch deshalb schwierig, weil man ja nie weiß, welcher Job wird langfristig auch wirklich gebraucht. Welcher dagegen wird womöglich bald von Computern, Maschinen ja, oder gar Robotern übernommen. Im Rahmen der ARD-Themenwoche Zukunft der Arbeit haben wir einen Experten befragt, was eine zukunftssichere Ausbildung ist und drei junge Leute getroffen, die wissen, was sie wollen. Christine Pacholczak lernt Maßschneiderin. Nach dem Abitur hat sie lange nach ihrem Traumberuf gesucht. Jobbte im Theater, im Kindergarten, fand Arbeit in Australien, Schweden, Spanien. Für mich war immer das Ziel, wirklich einen Beruf zu finden, den ich wirklich mit dem Herzen heraus angehen kann. Also ich würde schon gerne den Mut und die Kraft aufbringen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das ist für mich eigentlich ein Ziel. Mit Mitte 20 entschied sich Christine Pacholczak für Maßschneiderei, ein fast aussterbendes Handwerk. Nur 50 Lehrlinge, meist Frauen, lernen derzeit Maßschneiderin in Sachsen. Viel beliebter sind andere Berufe. Kauffrau für Büromanagement, für Einzelhandel, Verkäuferin, Friseurin. Doch welche dieser Berufe auch noch in ein, zwei Jahrzehnten gefragt sind, können selbst Wissenschaftler schwer vorhersagen. Ja, das Weiterlernen, vor allem auch das größere Umlernen wird sicher immer mehr ein Thema. Es gibt viele Felder, da konnten wir uns vielleicht vor 10, 15 Jahren noch gar nicht vorstellen, dass das von Computern, von Maschinen mit übernommen wird. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass die Leute nochmal komplett die Berufsfelder wechseln in Zukunft. Ja. Felix Schomer wird Kfz-Mechatroniker. Damit hat der 18-Jährige den beliebtesten Ausbildungsberuf in Sachsen. Fast 2600 junge Männer haben sich dafür im Freistaat entschieden. Auch sehr gefragt Mechatroniker, Zerspannungsmechaniker, Industriemechaniker. Felix Schomer will noch einen zweiten Gesellenbrief als Karosseriebauer oder Lackierer. Weil ich mich auf dem Markt einfach da weiter orientieren kann. Ich habe mehr Möglichkeiten, dann später zu arbeiten. Und deshalb möchte ich halt die zwei Standbeine wählen. Tendenziell gilt, je breiter die Ausbildung, desto besser ist man geschützt vor Veränderungen im Arbeitsmarkt. Wir sehen es auch in den Arbeitsmarktzahlen, dass das Risiko der Arbeitslosigkeit tendenziell sinkt, je höher die Ausbildung und je breiter die Ausbildung. Studieren wollte Clara Riedel schon immer und entschied sich für klassische Philologie, alte Sprachen. Die beliebtesten Studiengänge sind andere: Medizin, Pädagogik, Betriebswirtschaftslehre, Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik. Die 23-Jährige hat sich aber Latein ausgesucht und möchte es später unterrichten. Ich brenne für Latein, ist wirklich so, das ist eine Leidenschaft. Ich arbeite gerne für mein Studium. Ich denke schon, dass da ein paar Hürden kommen werden. Es ist auch immer so eine Frage, ob es überhaupt noch lange Latein an Schulen gibt. Also man diskutiert immer, ob man es überhaupt abschaffen sollte, weil es eben keine moderne Fremdsprache mehr ist. Lateinlehrerin, Maßschneiderin, Kfz-Mechatroniker. In manchen Wünschen ähneln sie aber auch einander. Eine Familie mit Kindern möchten alle drei. Und an einem Ort sesshaft werden würden sie auch sehr gerne. Dann drücken wir für diese Pläne die Daumen. Und neben dem Ergreifen eines herkömmlichen Jobs ist es ja zurzeit auch absolut in Mode, selbst etwas zu gründen, also Start-up-Unternehmer zu werden. Auf mdrsachsen.de stellen wir Ihnen diverse Gründer aus Sachsen vor. Und eine von ihnen ist Julia Rissel. Sie ist Ingenieurin und entwickelt neuartige Vibratoren. Jetzt könnte man sagen, auf dem Feld der Sexspielzeuge, da gibt es doch eigentlich schon alles, alle Formen, alle Farben. Aber Julia Rissel und ihr Geschäftspartner finden, nein, einen ganz speziellen Vibrator, den gibt es bislang noch nicht, nämlich einen geräuschlosen. Genau so einen entwickelt das Dresdner Start-up gerade. Wir finden eine neue Stoßrichtung in der Vibratorenherstellung. Die Elektromotoren in herkömmlichen Vibratoren sorgen zwar für befriedigende Impulse, das Brummen hingegen empfinden Nutzerinnen mitunter als etwas zu penetrant. Das Geräusch stört auf jeden Fall beim Benutzen und es lenkt halt ab von dem, was man eigentlich macht.
Gemeinsam mit einem Produktdesigner gründete Julia Rössel das Start-up-Unternehmen LoveU. Ihr Produkt, der erste lautlose Vibrator, der einigen Männern sogar etwas voraus hat. Er besteht aus intelligentem Material. Die intelligenten Materialien reagieren unter Spannung und verändern ihre Form. Und wir senden quasi Impulse an das Material und dadurch pulsiert es. Genau, also es ändert rhythmisch seine Ausdehnung. Und dann haben wir eine Mechanik entwickelt, die dies umsetzt und so die erogenen Zonen rhythmisch massiert. Die Technologie für solche Höhepunkte kennt die Diplom-Ingenieurin aus der Raumfahrtforschung. An Satelliten werden halt die Sonnensegel damit bewegt. Die Technologie hat halt den Vorteil, dass es sehr präzise die Bewegung umsetzen kann und relativ wenig Energie benötigt. Die Einnahmen aus den Vorbestellungen fließen in die Entwicklung des schweigsamen Liebhabers für die Handtasche. Außerdem bekommen die Kundinnen ein Mitspracherecht. Also wir werden ganz viele Umfragen starten, um wirklich Feedback zu erhalten, wie wir uns das gedacht haben, wie wir uns das toll vorstellen. Und sie sollen quasi ein bisschen mitgenommen werden und ihre Bedürfnisse einbringen, was sie sich vorstellen, wie ein Toy zu sein hat. Hochtechnologische Höhepunkte, entwickelt in Sachsen, demnächst hergestellt in Deutschland, für Damen in aller Welt. Das große Ziel des kleinen Start-ups aus Dresden. Ja, und wir kommen zu den züchtigeren Themen des Tages. Es geht ums Pilgern. Wer das schon mal selbst getan hat, weiß, der Weg ist dabei das Ziel. Und der Weg führt in Zeithain bei Riesa sogar in eine Justizvollzugsanstalt. Konkret in den Begegnungsgarten des Gefängnisses. Dort treffen Pilger auf Insassen des offenen Vollzugs. Seit einem Jahr gibt es diese ungewöhnliche Pilgeroase. Nicht alle Bäume wachsen in den Himmel. Dieser vielleicht schon. Ein echter Edelborstdorfer, ursächsisch und wohlschmeckend. Gepflanzt mitten im Begegnungsgarten der Justizvollzugsanstalt Zeithain. Dort werden neben Insassen des offenen Vollzugs auch Pilger zur Rast eingeladen. Pilger sind ja auch auf dem Weg, nach neuen Wegen zu suchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Menschen, die hier in der JVA sind, brauchen auch Menschen, die sie begleiten, damit sie auch ihren neuen Weg finden können, einen Weg in der Freiheit. Menschen mit sehr unterschiedlichen Biografien treffen hier aufeinander. Manche Pilger bleiben nur ganz kurz, andere dafür stundenlang, unterhalten sich mit den Inhaftierten. Initiiert hat die Pilgeroase die Seelsorgerin der JVA. Wenn Pilger kommen, die melden sich an der Pforte und dann wird hier angerufen, dann steht einer der Männer, einer der hier Wohnenden zur Verfügung und der führt dann das Gespräch und er fragt, ob die was zu trinken möchten oder sonst was. Also der hegt und pflegt dann. Gehegt und gepflegt werden sowohl Garten als auch Tiere von Häftlingen. Die Arbeit mit den Schafen, Ziegen, Gänsen habe auf die Männer in der JVA eine ausgleichende Wirkung, sagt die Gartentherapeutin. Es geht wirklich darum, rauszugehen, an die frische Luft zu gehen, sich mal kurz abzulenken, ein bisschen im sozialen Kontakt zu sein. In diesem sozialen Kontakt haben wir natürlich unsere ganz klaren Grenzen. Darüber haben wir Konflikte, die Konflikte müssen wir aushalten. Also das sind so die Sachen, die im Garten passieren. Und nebenbei produzieren wir ein paar Sachen, die wir selbst essen oder die wir verkaufen. Das geht bis zum Hofladen, in dem die selbstgemachten Produkte der Insassen verkauft werden. Und durch diese Tätigkeit, sei es in Verbindung mit Tieren oder sei es hier bei der Bewirtschaftung des Gartens, Erfolgserlebnisse haben. Ganz kleine, praktische Erfolgserlebnisse, die dem Einzelnen dann auf dem Weg in die Freiheit und in der Freiheit etwas bringen und nützen. Rund 80 Pilger besuchten schon den Garten der JVA. Im Gästebuch steht, dass sie sich wohlfühlten, im Kontakt mit Menschen hinter Gittern, die nach einem neuen Lebensweg suchen. Die Experten des Ägyptischen Museums der Universität Leipzig haben in Kairo Spannendes ans Licht gebracht. Zusammen mit einem einheimischen Grabungsteam entdeckten sie unter anderem vollständige Reliefblöcke mit Szenen aus den Tempeln Ramses des Großen. Außerdem die Pfote einer Sphinx und das Sitzbildnis von Ramses dem VI. Am Donnerstag sollen die Funde in Leipzig öffentlich präsentiert werden.
Und das Präsentieren ist auch ihr Job. Marion Ackermann, sie hat das Sagen über Millionen exklusiver Kunstgüter, denn sie ist die neue Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen in Dresden. Ihr Job ist es, einer riesigen Zahl an Kunstgegenständen in diversen Ausstellungen einen Sinn zu geben, ja einen Zusammenhang zu schaffen. Und nachdem sie bereits ein Kunstmuseum in Stuttgart geleitet hat, dann die Kunstsammlungen in NRW, ist Sachsen jetzt ihr nächster Karriereschritt. Offiziell hütet sie erst seit heute den sächsischen Staatsschatz. Inoffiziell aber ist sie schon seit August in ihrem neuen Reich unterwegs, wie hier in der Porzellansammlung. Marion Ackermann, die anerkannte Expertin für Gegenwartskunst, lässt sich von der Porzellanexpertin Julia Weber gern führen. Sie begreift sich in diesen Wochen als Lernende und manchmal macht sie dabei auch eine besondere Entdeckung. Das ist ja irre, wenn man von vorne guckt, sieht das ganz prächtig und schön aus. Und wenn man von hier guckt, sieht man ja, dass es eine kranke Pflanze ist. Die Blätter sehen ja aus wie von Blattläusen zerfressen. Marion Ackermann schwärmt immer wieder von ihrer neuen Wirkungsstätte. Sie nennt die 14 Museen der staatlichen Kunstsammlung in Dresden deutschlandweit vorbildhaft in Forschung und Internationalisierung. Gleichwohl sieht sie für sich ein großes Aufgabenfeld. Meine Aufgabe als Generaldirektorin wird es sein, diese Vielfalt der Sammlungen auch sichtbar zu machen, zu verknüpfen miteinander. Wir haben Traumsteine aus Australien, wir haben viele Zeugnisse der Maya-Kultur. Aber es gibt auch Dinge, die sind noch nie ausgegraben worden. Und diese Unerschöpflichkeit, ja, dass sie zu jeder Zeit, in jeder Lebensepoche Aspekte finden, die sie verbinden können mit Fragestellungen der eigenen Zeit, das macht eigentlich Museumssammlungen so brisant. Nicht zufällig hat die international gut vernetzte Museumsfrau für das Interview den Platz vor dem Kriegstriptychon von Otto Dix gewählt. Kunst müsse existenzielle Dimensionen offenbaren. Das sei auch ihre eigene Lebenserfahrung. Für mich persönlich hat es damit zu tun, wie ich zur Kunst gekommen bin, dass meine eigene Mutter, die ausgebombt worden ist, 45, in diesen Jahren nach dem Krieg zur Kunst gefunden hat und diese absolute Notwendigkeit, Überlebensnotwendigkeit der Kunst erfahren hat und mir eigentlich damit diesen Kunstbegriff vermittelt hat. Über ihre Visionen will Marion Ackermann in den nächsten Wochen mit den Mitarbeitern reden, dann erst mit der Presse. Eines aber sagt sie schon heute klar und deutlich. Man behauptet ja auch, die Museen sind für die Ewigkeit geschaffen. Das heißt, wir müssen mit einem langen Atem gucken, dass wir intensiv mit den Menschen arbeiten. Aber es gibt natürlich aktuelle Konflikte. Es gibt auch Konflikte in Bezug auf Werte gerade, auf der Generationen, der Religionen. Und da haben Kulturinstitutionen eine ganz entscheidende Aufgabe. So viel ist sicher. Diese Generalin brennt für die Kunst und auch für ihre neue Aufgabe in Sachsen. Und wir haben jetzt nur noch eine Aufgabe hier im Sachsenspiegel, das Verkünden der Wetteraussichten. Das übernimmt Maira Rothe. Danke, dass Sie zugeschaut haben und bis morgen.